Vlogtember Teil 3 und damit der letzte Part. Viel Spaß. It's raining. Und glaub mir, du musst einfach alles beschriften. Das macht's Leben viel einfacher. Was ich wirklich empfehlen kann, ist dieses Pro-Gaff-Tape. Ist aber richtig teuer. Und dieses Sterbel ist die günstige Alternative dazu. Ist aber auch sehr gut. So, ich habe mich jetzt ein paar Tage nicht gemeldet, mir ging es nicht so gut. Auf jeden Fall fahre ich jetzt zum Bavario nach Stuttgart und jo. Schau mal, wer da kommt. Das geht ab, das ist ja mega Timing. Es war gerade ziemlich nice, gell? Ja. Wir sind durch Zufall in einen Laden reingestolpert, der heißt Art Helps. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, machen die so, Hilfe, wie nennt man das? Zweite Hilfe hat es genannt. Ja, aber wie heißt es, wenn du in ein anderes Land fliegst, um da zu helfen? Entwicklungshilfe. Die machen so Entwicklungshilfe mit Hilfe von Kunst, arbeiten da mit Kids und mit Jugendlichen, lassen da aber auch Sachen gestalten. Die gibt es dann im Shop. Das Geld fließt dann zurück in das Projekt. Und war richtig geil, gell? Ja. Und ist irgendwie durch Spenden finanziert und durch Leute, die halt kostenlos ihre Arbeit anbieten. Und geile Designs, hat mir richtig gut gefallen. Da war so ein Das Coolste war so ein Camouflage-T-Shirt und wenn man genau hingeguckt hat, war das so ein Schmetterling und ein Vogel. War übelst geil. Hat mir richtig gut gefallen. Art Helps. Thank you. Bavario hat für 1 Euro Schirm gekauft. Hier, Meister. Jetzt? Wir sind hier in einem super weirden Second-Hand-Laden, aber wollten mal gucken, wie es da genau aussieht und war nice. Wir haben jetzt einen Schirm, Alter. Guck mal hier, Stuttgart. Meist Sonic. Mir gerade noch sowas Dummes passiert. Ich habe die Bahn verpasst, ja? Und das hat mich schon innerlich irgendwie so aufgeregt. Und dann findet man sich damit ab und wartet noch eine halbe Stunde, hört Musik und bla bla bla. Auf jeden Fall, ich steige dann in die Bahn ein, die danach gekommen ist. Jetzt wurde ich gerade vor einer Haltestelle kontrolliert und hatte natürlich kein Ticket, weil ich es voll verpeilt habe durch diese Verpassaktion. Und ich lasse mich da manchmal auch einfach so krass ablenken durch so eine Scheiße, dass dann sowas passiert. 60 Euro. 60 Euro für eine 2-Euro-Fahrt, ey, ich kotze. Gute Nacht. Ein Kumpel von mir hat was Verrücktes gemacht. Der hat eine KI mit
Adjektiven gefüttert und daraus ein Eiche machen Sachen Logo entworfen. Und jetzt guck dir das mal an. Das war eine Version. Fand ich sehr krass. Dann das ist auch krass. Dann hier Captain Walrus. Auch sehr nice. Und dann, und das hier fand ich auch super. Ah, voll verrückt, oder? Richtig crazy. Sehr geil. Oha, oha, oha. Heute ist ja richtig, richtig nices Wetter. Ja, sehr geil. Ah. Auf jeden Fall werde ich jetzt Rasen mähen. Ist wieder Ski. Jetzt noch kehren muss Schweiß. Was geht ab? Ist das chillig, Boy? Ja, ja, ja. So, wenn das Wetter gerade so nice ist, versuche ich jetzt noch in unter einer Stunde diese Bank hier zu reparieren. Ich glaube, das kriege ich hin. Das hier ist ein bisschen kaputt. Ich werde das mega provisorisch richten. Boah, keine Ahnung. Was ist hier eigentlich genau kaputt? Alles irgendwie. Okay. Guck mal, wer da kommt. Wer kommt denn da? Hallo? Miau? Das wird super gut. Das wird super gut, wir sehen. Hä, es ist dir. Ah, Mann. Ich mach's noch geiler. Klack. Okay, fett. So, jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Wie sieht das aus, Dicker? Was zur Hölle? Vergammelt. Alter, das ist schon fast Kunst, oder? Junger Vater, ist das widerlich. Ugh. Okay. Na gut, kleine Bank, was mache ich jetzt mit dir? Schade, dass das jetzt nicht geklappt hat. Ich hätte es echt gern lasiert. Aber zumindest kann man jetzt wieder drauf sitzen. Nächstes Mal bist du dran. Molly. Pss, pss. Ich habe gerade auf Facebook gesehen, dass der Fantasy Strong Vision alte Ordner rausschmeißt, weil die ein bisschen ausrümpeln, und da gehe ich jetzt gleich mal vorbei und guck, ob da was dran ist und ob es vielleicht noch einen für mich gibt. Oh nein, es ist zu. Aber guck, da ist alles noch voll mit Ordnern. Stier, wann haben sie offen? Samstag, 10 bis 14. Oh nein, 20 Minuten zu spät. Nächste Woche bin ich nicht da, so schade. Heute geht's nach Österreich, eine Woche. Der Smart ist full, ich habe alles, alles dabei. Gott, nix mehr, nein. Ja, es wird schön. Ja, eine Woche. Wir sehen uns. Den rechten Fahrstreifen benutzen, um links auf Brunner Straße B12 abzubiegen. Yes.
Ja, Wien war schön, Wien war gut. Ich bin jetzt in Salzburg und guck mal, wo ich bin. Nice, oder? Euphorisch und voll dabei und das machen wir jetzt. Und ich war so die ganze Zeit, oh nö. Ist der letzte Tag des Septembers. Willst du dazu noch was sagen? Ich mach doch Flocktember. Dass es ein toller Tag ist für den letzten Septembertag. Dass richtig geiles Wetter ist. Ja? Ja. Und dass ich froh bin, dass du wieder da bist. Ja? Bist du happy? Ich bin happy, dass du Nervensack wieder da bist. Sehr schön. Letzter Tag des Flocktembers. Und ich werde jetzt mein Motorrad holen. Und da steht's schon. Geil. Bullet. Meteor. Und das Einzige, was ich jetzt noch mache, die letzte Aktion des Septembers wird also sein, mit dem Motorrad nach Hause fahren. Ja, mein Bruder macht auf. Ich denke, wir kriegen die hier ganz gut rein. Easy. Hammer. Saison vorbei. Saison vorbei. So, und damit ist der Flocktember auch schon vorbei. Es war für mich ein mega spannendes Experiment. Ich hoffe, für euch auch. Und ich denke, dass ich es nächstes Jahr wieder machen würde. Zwar ein bisschen anders. Ich habe es viel zu kompliziert gemacht. Und ist auch viel zu lang geworden. Eigentlich ist ja die Idee, dass das alles in einem Video ist, 15, 20 Minuten lang. Ist ein bisschen eskaliert, aber ich hoffe, es war okay. Den Aufruf zum Vlogtember hat übrigens Niklas Schaub gemacht. Den YouTube-Kanal verlinke ich. Wir können auch gleich mal in sein Originalvideo reingucken. Ist ganz cool. Ich mag die Idee. Ich fordere euch jetzt auf, nächstes Jahr mir das nachzumachen, weil das ist eine echt coole Erinnerung. Ich habe mir das Video von vor 5 Jahren nochmal angeguckt. Und es macht echt Spaß zu sehen, wie man da so drauf war. Ich werde dann nächstes Jahr auf jeden, weil so viele werden es nicht nachmachen, auf jedes Video reagieren und ein eigenes Video dazu machen. Und wahrscheinlich werde ich auch wieder einen eigenen Vlogtember machen, weil es einfach ein echt cooles Ding ist. So, und das war's auch schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Oh Mann, ich mache hier gerade die Tür auf. Da liegt der kleine Mann hier. Super traurig. Super traurig.